Seit über 2 Jahren lebe ich jetzt hier auf der Insel und für mich war es wirklich eine der besten Entscheidungen meines Lebens, aus finanzieller Sicht, aber natürlich auch aus privater Sicht, aus privatem Wachstum heraus. Und naja, in der ganzen Zeit habe ich natürlich auch Leute kennengelernt, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, die ebenfalls auch nach Zypern ausgewandert sind, natürlich mit einem anderen Hintergrund, mit anderem Business, mit anderen Ideen und Vorstellungen. Und daraus habe ich natürlich auch ein paar Negativbeispiele miterlebt von Leuten, die gesagt haben, hey, am Ende des Tages gefällt es mir doch nicht so gut hier oder ich wünsche, ich hätte es doch ein bisschen anders gemacht oder das hat eben nicht so gut bei mir geklappt. Und diese Gründe möchte ich heute mit dir teilen, möchte ein bisschen mit das Ganze durchgehen. Und falls du gerade darüber nachdenkst, vielleicht nach Zypern oder in ein anderes Land auszuwandern, sind das definitiv relevante Gründe für dich. Damit starten wir rein. Viel Spaß beim Video. Damit willkommen zurück. Mein Name ist Santiago. Ich freue mich mega, dass du dabei bist. Wenn dich das ganze Thema Bitcoin, DeFi, Kryptowährung beschäftigt, investieren, passives Einkommen, aber auch Unternehmertum, Auswandern und Wirtschaft, dann bist du auf meinem Kanal richtig und dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Aber damit starten wir sofort rein ins Video. Grund Nummer 1, warum das Auswandern eventuell schwieriger für dich wird, als du es dir vorgestellt hast, ist, wenn du auswanderst, nur weil du ein passives Einkommen hast, worauf du dich stützt, was eventuell gar nicht so stabil ist, wie du es dir vorstellst. Ich habe es mit einigen Beispielen von Freunden, Bekannten mitbekommen, aber auch von Leuten, die mir tagtäglich schreiben und sagen, hey, ich verdiene doch so viel mit Staking, Liquidity Mining, könnte ich denn nicht jetzt auswandern? Was hast du da, was denkst du darüber? Und ich würde dir wirklich den Rat geben, wenn du kein aktives Business hast, wenn du also nicht wirklich ein Einkommen hast oder einen Plan hast, auch nebenbei noch Einkommen zu erzielen, gerade wenn du jünger bist, dann würde ich mich zwingend erstmal darauf konzentrieren, dies aufzubauen und nicht sofort zwingend in die Auswanderung zu gehen. Natürlich, wenn jetzt dein Investment und dein passives Einkommen so stark sind, so hoch und so sicher, dass du dich wirklich darauf verlassen kannst, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Aber wenn dir das wegbricht und du natürlich dann ausgewandert bist und in dieser Situation bist, kann es natürlich schwierig sein. Deswegen, wenn du dir überlegst, auszuwandern und du schaust deine finanzielle Situation an, dann schau dir an, habe ich ein Business, was ich auch mit ins Land nehmen kann, was ich skalieren kann, was ich vielleicht online machen kann? Woher werde ich mein Einkommen beziehen? Sind das nur meine Investments? Wenn ja, sind diese Investments sicher? Und wie kann ich langfristig vielleicht auf der Insel auch nebenbei noch Einkünfte erzielen? Grund Nummer 2 kann sein die medizinische Versorgung. Und zwar kann es sein, dass du eine bestimmte Zusatzversicherung hast, die nur in Kombination mit einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung in Deutschland möglich ist. Die meisten Auswanderer hier auf Zypern, die haben internationale Krankenversicherungen. Das funktioniert super. Damit kannst du dich auch überall behandeln lassen und du bekommst natürlich alle deine Leistungen, die du auch sonst hast, auch zu guten Konditionen. Allerdings kann es sein, dass gewisse Kombinationen in Spezialfällen nicht möglich sind. Man muss einfach sagen, dass die gesetzliche Krankenversicherung, aber auch die privaten Krankenversicherungen in Deutschland extrem stark sind und dass dann eben gewisse Zusatzversicherungen sehr, sehr leicht und sehr, sehr günstig optional zubuchbar sind, weil eben zwischen diesen beiden Versicherungen noch gewisse Forderungen und Zahlungen möglich sind. Das ist nicht so ohne weiteres möglich hier auf Zypern, zumindest nicht meines Erwissens nach, wenn du da andere Quellen hast, dann teile das gerne in die Kommentare und es kommt natürlich auch ganz darauf an, was deine persönliche Situation ist und in welchem Bereich du diese Zusatzversicherung haben möchtest. Und wenn wir schon bei Versicherungen sind, dann kommen wir zum Schritt Nummer 3. Der dritte Grund, warum es vielleicht nicht so attraktiv für dich sein würde oder sein könnte, nach Zypern oder in ein anderes Land auszuwandern, ist, weil du schon etwas älter bist und über Jahrzehnte hinweg schon in bestimmte Versicherungen in Deutschland eingezahlt hast. Dann musst du dir natürlich Gedanken machen, wie würde sich das verhalten? Kann ich diese Versicherung mitnehmen? Möchte ich vielleicht gar nicht steuerlich auswandern, sondern nur einfach eine Wohnung haben und meine Zeit dort verbringen? Geht es mir lieber darum, meinen steuerlichen Wohnsitz doch in Deutschland zu behalten, aber einfach das Klima auf Zypern oder auf irgendeiner anderen Insel zu genießen? Oder geht es wirklich um diese komplette steuerliche Auswanderung, wo du dich natürlich auch von diesen ganzen Themen löst? Und was würde das bedeuten auf meine aktuellen Versicherung? Das Thema schau dir auf alle Fälle an. Das ist natürlich auch wieder extrem individuell. Daher ist es natürlich schwierig, jetzt hier an dieser Stelle ins Detail zu gehen. Aber ich kann dir auch hier wieder mitgeben, dass ich Probleme hatte, gewisse Versicherungen mit nach Zypern zu nehmen. Und ich musste diese Versicherung auflösen. Und gerade wenn du dort jahrelang eingezahlt hast und sehr gute Konditionen hast, musst du mal schauen, wie das im Vergleich aussehen würde, wenn du dann wechselst.
Grund Nummer 4, warum die Auswanderung nach Zypern gerade vielleicht ein bisschen schwieriger ist, als es noch vor 2 Jahren waren, das sind die hohen Mietkosten. Und zwar sind die nämlich wirklich explodiert. Meine Wohnung ist wirklich noch sehr, sehr günstig und ich frage mich, wie lange. Wenn ihr Lust habt, dass ich mal ein Video zu meiner Wohnung mache, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, dann zeige ich euch die ganze Wohnung. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wohnung, knapp 80 Quadratmeter, moderne Wohnung, sieht sehr schön aus. Das Ganze für 500 Euro kalt, dazu kommen dann 200, 300 Euro an Heiz- und Nebenkosten dazu. Überwiegend Klimaanlage im Sommer, sehr, sehr viel, wenn es natürlich heiß ist, aber auch im Winter, wenn es kalt ist zum Heizen. Und ja, mit meinen Mietkosten komme ich sehr, sehr gut über die Runden, das ist absolut gar kein Problem. Allerdings sind die Mietpreise massiv gestiegen, vor allem in den Städten Larnaca, Paphos, Limassol und Nikosia. Nikosia ist hier definitiv am günstigsten, auch nicht am attraktivsten. Und wenn du etwas suchst, dann bist du schnell mal 1000 Euro los. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn du ein bisschen günstiger leben möchtest, einfach außerhalb von den Städten zu wohnen und dann 10, 15, 20 Minuten Fahrzeit einzuplanen, dann kannst du natürlich wieder günstiger wohnen. Aber das ist natürlich etwas, das kannst du dir einfach mal anschauen in Relation dazu, was du natürlich gewohnt bist. Und Grund Nummer 5 und damit der letzte und wichtigste Grund ist, du wanderst aus, weil du nur eine bessere finanzielle Situation haben möchtest. Wenn es dir wirklich nur ums Geld geht, dann würde ich dir wirklich ans Herz legen, vergleich nochmal die Optionen, vielleicht vor Ort, vielleicht nochmal andere Setup, andere Firmen, vielleicht kannst du dir auch eine Stiftung angucken oder einen Verein oder andere Strukturen, wie du vielleicht deine steuerliche Situation verbessern kannst. Schau dir ganz genau an, was wäre auch die Steuerersparnis auf deine persönliche Situation. Weil wenn es wirklich nur ums Geld geht, kann es sein, dass du doch recht schnell unzufrieden wirst und dass dir die Insel vor Ort vielleicht gar nicht gefällt, dass du vielleicht gar nicht auswanderst, weil du gerne am Strand leben möchtest oder weil du gerne das warme Wetter haben möchtest und dann gehen dir andere Dinge vielleicht mehr auf die Nerven. Daher, wenn es dir nur ums Geld geht, dann würde ich mir das wirklich zweimal überlegen. Wenn du aber wirklich den Lebensstil haben möchtest, wenn du mal vor Ort warst, wenn du mal die Insel gesehen hast und wenn du wirklich sagst, hey, das ist das, wo ich mich wohlfühle, das macht Spaß, dann kann ich dir das natürlich nur empfehlen. Und damit sind wir auch schon durch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und wenn du Lust hast, dass ich ein anderes Video mache, 5 Gründe, warum du unbedingt nach Zypern auswandern solltest, dann lass mir es auch gerne unter in den Kommentaren wissen und dann machen wir das. Und damit wünsche ich dir viel Erfolg beim Investieren in Kryptowährungen, Aktien, wo auch immer und viel Erfolg beim Auswandern, wenn es gerade um das Thema geht. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis bald.